Und damit Servus meine lieben Freunde und Zuschauer von Parktube hier bei einem weiteren Video bzw. Vlog auf dem Kanal. Und heute kehren wir wieder zurück zum Ursprung von Parktube, und zwar dem Homepark von mir, das Phantasialand. Ja, wir sind heute hier an Karfreitag. Das ist jetzt quasi in Anführungsstrichen mein Saisonstart hier im Phantasialand. Wie gesagt, gestern hat es schon geöffnet und heute, ja, ich habe es zeitlich leider nicht anders hinbekommen, deswegen bin ich heute hier. Ich hätte mir natürlich auch einen anderen Tag ausgesucht, gerne, aber wenn es zeitlich leider nicht zu managen ist, dann ist das leider so. Also heute, Karfreitag, Besonderheit, keine Musik im Park, ja, nirgends, und keine Shows im Park, nirgends. Also werden wir uns heute nur darauf konzentrieren, durch den Park zu schlendern, und werde euch natürlich hier und da mal was Neues zeigen. Außerdem werden wir ganz normal, wie immer, hier in dem Vlog vom Parktube den Tag gemeinsam verbringen. Und ja, mal schauen, was uns so auffällt, wer uns alles so über den Weg läuft. Und ja, wie gesagt, heute leider alles ohne Musik, keine Shows. Also in dem Sinne gibt es dann auch natürlich keine Meinung zu den Shows. Das heißt, ich werde zum späteren Zeitpunkt nochmal zum Park kommen, wenn die Ferienzeit vorbei ist. Wir haben momentan auch Osterferien. Dementsprechend ist der Park heute voll. Also ich habe das schon gesehen. Die Wartezeiten sind angespannt. Aber ja, es war ja nicht anders zu erwarten. Es ist Karfreitag, die Leute wollen wieder raus, es fängt an, die Saison startet quasi. Und ja, das Ganze heute hier im Video, und ich wünsche euch dann viel Spaß im Vlog hier aus dem Phantasialand zu meinem persönlichen Saisonstart hier in Brühl. Viel Spaß! Naja, man sieht immer noch, dass das Phantasialand gerade aus dem Schlaf wieder geweckt wird, wie zum Beispiel hier bei der Flugschule. Ist leider noch nicht jedes Flugzeug gelandet, also da dementsprechend noch ein bisschen abwarten. Aber ja, heute leider alles ohne Musik, hatten wir schon öfter hier auf dem Kanal. Natürlich immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die Musik hier, die passt schon ganz gut in den Park, und es ist echt schade, dass man hier keine Musik hat, die im Background spielt. Aber ja, was willst du machen? Es ist leider so, und deswegen müssen wir heute durch. Keine Musik, keine Shows, voller Park. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es kann sein, dass die Bänke neu sind. Es sei denn, die sind mir noch nie aufgefallen in der letzten Saison, Wintersaison zum Beispiel. Kann alles sein. Ja, ist mir aber gerade mal so aufgefallen. Ja, wie ihr hören könnt, könnt ihr nichts hören. Und zwar ist es natürlich sehr ungewohnt, wenn ihr im, ja, im Themenbereich Berlin keine Musik im Hintergrund dudelt. Ist leider schade. Aber ja, entsprechend dem, dass heute ein Feiertag ist, haben wir natürlich angepasste, sehr krasse Wartezeiten. Taron haben wir, glaube ich, gerade bei 90 Minuten, habe ich es gesehen. Ja, Spitze gestern war auch irgendwas mit 110 Minuten, also ordentlich. Aber ja, da müssen wir uns heute drauf einstellen. Außer natürlich die Rikscha, die können wir immer so mitnehmen. Das ist gar kein Problem. Und gut, dass es die noch gibt. So ein alter Ride. Natürlich fehlt so ein bisschen Liebe dazu. Aber ich habe mich schon sehr oft zu dem Thema geäußert. Und das werden wir heute schön sein lassen. Aber erstmal genießen wir den Tag heute in Brühl. Und das Wetter stimmt soweit auch noch. Also Gott sei Dank noch kein Regen. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Hier sieht man das Hotel Tartuf, randvoll die Bude. Aber ja, ich werde heute eh nichts fahren. Das ist für mich immer so, wenn ich im Freizeitpark bin hier, dann brauche ich auch die Attraktion nicht unbedingt. Klar, es ist schön, wenn man hier und da mal was fahren kann. Aber das ist jetzt für mich kein Muss, das jedes Mal zu müssen. Und von nachher genieße ich einfach nur den Tag hier im Phantasialand. Und ja, erste Anlaufstation ist natürlich Fantasy-Bereich. Das schauen wir uns natürlich an. Denn dort ist Octowusi wohl verschwunden. Hm, warum das denn? Jetzt den Themenbereich Fantasy, und ich glaube, jetzt kommt ein sehr ungewohntes Bild. Oh ja. Okay, das ist krass. Das ändert natürlich komplett das komplette Bild, das Gesamtpaket an sich. Denn Octowusi war zwar schön und so, ja, aber in den meisten Fällen hat es irgendwie nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Und jetzt hast du wirklich einen coolen
View, sage ich jetzt mal so, auf den kompletten Themenbereich. Klar, der Schwanzneck ist noch dazwischen, aber man hat jetzt hier quasi so eine Art Strandfeeling mit Palmen. Also das hat sich verändert hier. Oktosi ist einfach weg. Warum man das jetzt so gemacht hat und sich diese Entscheidung gestellt hat, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich denke mal, dass es halt ja, vielleicht wartungsintensiv war, zu oft kaputt oder halt nicht mehr gefragt. Wobei, das kann ich mir auch nicht vorstellen, denn die Kids haben hier im Sommer natürlich ordentlich Gas gegeben in dem Teil. Deswegen kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, dass es aus diesem Grund weg ist, sondern natürlich ein anderer. Aber ja, die Communications und Phantasialand ist ja so eine Sache für sich. Ja, das Ganze ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Also so schnell werde ich mich da jetzt nicht dran gewöhnen. Natürlich auch der Grund, warum, weil man keine Jahreskarte hat, weil man sich nicht an das Bild gewöhnen kann, weil man eben nicht so oft da ist. Ich finde es zwar schön, ja, aber was mich stört, ist tatsächlich die Wand da hinten. Die ist halt immer noch sehr lieblos, grau gehalten. Und dann hier den Strand zu setzen, also Sand zu legen und die Palmen dorthin zu stellen, ist eine Sache. Aber dann muss auch den Background so ein bisschen ändern, weil das zerstört das Bild komplett einfach nur. Ich zeig's euch nochmal. Ja, und das meine ich, man hat so eine Art Plattenbau hinten einfach stehen und dann diese komische, graue, verranzte Wand. Weiß ich nicht, ne? Also man könnte es auch schöner machen, wer weiß, vielleicht macht man das ja auch noch in Zukunft. Vielleicht setzt man da noch ein paar Pflanzen mehr, weil da ist momentan alles abgeholzt, wie man sehen kann. Also könnte es sein, dass man dort neue Bepflanzung kriegt, aber ja, müssen einfach mal abwarten. Und auch hier fehlt mir schon so ein bisschen Gedudel im Hintergrund. Meine Güte. Ja, jetzt geht es natürlich zur nächsten Neuheit und ich glaube, die ist auch schon zugänglich. Ich weiß es nicht, also ich würde es mir wünschen. Also Zeit war jetzt genug gewesen. Und zwar Avoras, guck mal, mit riesigem Eingangsschild. Auch nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass man da jetzt noch so ein riesen Schild dran bappt. Aber so wie ich das von hier erkennen kann, wird das Ganze geöffnet sein. Tatsächlich, da laufen Kinder rum. Ich hoffe, ich darf auch rein, oder? So, Freunde, und hier hätten wir dann die Neuheit, kann man so sagen, für dieses, ja, für den Saisonstart. Und zwar Avoras, das Kletterparadies. Und ich finde, das ist eine mega geile Aufwertung. Also das passt schon wirklich sehr gut hier rein. Und es wertet natürlich diesen Bereich schon extrem auf, muss man einfach mal sagen. Ist auch wirklich schön gestaltet. Ne? Also man muss sich hier so ein bisschen Zeit lassen und sieht man auch die Ecken und Kanten, die tatsächlich auch verziert wurden. Und Avoras, wie gesagt, hat der Name der ganzen Attraktion. Und wie ihr auch sehen könnt, ist das Ganze schon im vollen Betrieb. Ja, wie gesagt, die Wände hinten sind schön gestaltet. Die waren immer nur grau gewesen, lieblos. Und ja, die Flugschule damals, die hat hier auch, also ich fand die wirklich sehr deplatziert. Die stand auch nie mittig hier im Rondell. Von daher haben wir jetzt wirklich mit diesem Teil eine krasse Aufwertung, weil es einfach noch dazu mega gut aussieht und sehr schön thematisiert wurde. Das also in dem Sinne, sehr gute Arbeit hier fürs Phantasialand, habt ihr gut gemacht und somit kann man diesen Bereich aufwerten und das hat man jetzt auch getan. Leider keine Fahrattraktion, aber hey, ich glaube, es gab wohl Mengenrabatt auf, auf so Trails und Walkthrough-Attraktionen. Hier mündet die Rutsche zum Beispiel. Was ich auch cool finde, ist natürlich Beleuchtung, die man installiert hat in den Themenobjekten. Finde ich immer eine coole Idee. Ja, außerdem, ich glaube, hat man da Musik in der Rutsche oder Licht. Ich glaube Licht, weil da sind so Boxen drauf oben. Ich glaube, da hat man auch Licht installiert. Aber ja, ansonsten mega schön hier. Natürlich fehlt so ein bisschen fröhliche Musik. Man hört jetzt nur noch Kindergeschrei heute. Ist natürlich auch sehr anstrengend, aber gut, der Tag ist halt leider heute so. Karfreitag machst du nichts, ist immer voll. Und ja, was ich erkennen kann, sind auf jeden Fall zwei Rutschen. Eine, die vom obersten Stock in den ja, Stock 1 führt und der hier auch quasi. Und der ist auf jeden Fall länger und mündet quasi direkt unten. Wie gesagt, durchlaufen werde ich jetzt nicht. Ich glaube, da bin ich ein bisschen zu groß für. Und unagil, kann man das auch sagen? Ja, das kann man sagen. Aber nee, ist mega gut geworden. Das passt.
Ja, und im Dunkeln würde ich mir das gerne angucken, aber ich glaube, das können wir heute von der Liste streichen. Also ich finde es einfach mega cool, wie viel Leben tatsächlich dann direkt auch hier stattfindet. Und zwar nicht nur von den Leuten, die immer unten gewartet haben, auf die Leute, die dann aus dem Temple of the Night Dog rauskamen. Nein, das Ganze hat jetzt wirklich einen Sinn und wird belegt. Somit hat man auch ein bisschen mehr Kapazität, die man entnehmen kann im Tagesverlauf. Und hier zum Beispiel mündet auch eine Rutsche. Das ist schon mega lieb gemacht und detailreich. Mega schön gemacht, muss man einfach mal sagen. Auch der Weg nach oben ist schön bemalt, der Weg an sich auch. Doch, kann man machen. Sieht wirklich gut aus. Und wie gesagt, das Kapitel Avoras werden wir jetzt auch hiermit abschließen und ich finde das wirklich eine mega schöne Aufwertung hier vom Phantasialand. Man nutzt diese Fläche hier komplett aus. Es ist wirklich sehr schön geworden, thematisch mega gut und die Kinder haben hier echt ordentlich zu tun und werden hier ausgepowert. Ja, also liebe Eltern, ihr wisst Bescheid, Kinder hier reinlassen und am Ende des Tages sind sie alle ganz müde. Ja, mega cool, nice. Weiter geht's im Block, meine Freunde. So, heute betreten wir Woostown aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Eingang. Und zwar kommt man trotzdem noch, auch wenn Avoras dort steht, dennoch den Weg hier ganz nach oben, um eben in die Woostown-Halle zu kommen. Mega cool. Ja, was Woostown angeht, sage ich ja immer, man sollte hier so ein bisschen, sage ich mal, putzen und den Staub wegwischen, alles, was sich über die Jahre so angesammelt hat. Klar ist das eine mega zeitintensive Sache, aber man sollte es schon machen. Wir gucken mal, ob es vielleicht schon gemacht wurde oder halt noch nicht. Klar, es ist immer schwierig, so riesige, sage ich mal, Räume zu putzen und jede Ecke zu kriegen. Aber wie man sehen kann, ist leider noch nichts in dem Sinne passiert, über die Jahre nicht mehr. Also beziehungsweise man sieht es nicht, ob geputzt wurde, aber wenn ich mir das da so angucke, da ist der ganze, auf gut Deutsch sage ich mal, Vogelschiss noch drauf. Und ja, hier, der Halle würde auf jeden Fall eine Grundreinigung wirklich sehr gut tun, plus neue Farbe, dann würde der Laden komplett anders aussehen. Und ich glaube, wir könnten uns demnächst vielleicht drauf freuen, eventuell zur nächsten Saison. Aber so ein bisschen frische Farbe hier in die Halle, das würde komplett was Neues machen, glaub mal. Mit Farbe macht man einiges Neues, tatsächlich. Appelliere ich auch nochmal ins Phantasialand. Es ist wirklich zwar eine Sauarbeit, aber wenn man hier so ein bisschen Putz und frische Farbe reinknallt, dann wird das Bild komplett anders sein und es wird aussehen, als wäre das doch ganz neu aufgebaut worden. Und vielleicht ein paar thematische Updates reinkriegen, wäre schon eine mega krasse Sache. Aber ja, ansonsten bin ich immer noch zufrieden mit der Halle hier. Ich finde die beiden Coaster wirklich sehr gut. Und wenn die Wartezeit nicht so angespannt wäre wie heute, würde ich natürlich auch eine Runde mitnehmen. Aber jetzt da 50 Minuten in diesem Wirrwarr mich hinzustellen, die Zeit ist schon längst vorbei. Und von daher gehen wir jetzt ein bisschen wieder nach draußen, denn was ist denn los? Ist die Hollywood Tour etwa immer noch geschlossen?
Und ja, natürlich, Freunde, gibt es keine Updates, was hier die Hollywood-Tour angeht, beziehungsweise die Halle darunter, der Keller. Leider alles immer noch ohne Communications vom Phantasialand. Also hier weiß man leider immer noch nicht, was passieren wird. Und finde ich leider ein bisschen doof. Aber wer weiß, vielleicht werden wir irgendwann mega krass überrascht werden vom Park. Weil ab und zu kann der Park doch schon ein paar krasse Überraschungen so raushauen. So, weißt du, aus dem Ärmel geschüttelt. Wie zum Beispiel der komplette Themenbereich Deep in Africa. Der wurde ja auch über die Jahre mega krass geupdatet. Und sieht einfach mega schön aus. Und hat auf jeden Fall Disney bzw. Universal Potenzial. Das auf jeden Fall. Deswegen können wir uns vielleicht auf einen dieser Phantasialand-Ärmeltricks freuen, dass sie irgendwann mal sagen so, bam, Junge, und bitteschön. Ne, also das wäre natürlich wünschenswert vom, ja, vom Phantasialand bzw. von uns Fans natürlich, weil wir immer noch drauf hoffen, irgendwann eine Antwort zu kriegen. Aber ich glaube, die Antwort, dass die Hollywood-Tour zu ist, wird es seitens des Phantasialands nicht geben, obwohl es ja eigentlich schon sehr offensichtlich ist, das Ganze. Aber wie gesagt, vielleicht irgendwann eine fette, geile News, so, yo, das und das werden wir jetzt planen, ein Dark Ride etc. pp. Mal schauen, das wäre natürlich wünschenswert. Und was sehen wir hier? Viele Leute für Crazy Bats, oh mein Gott. Und das meine ich, wie man aus einem Kapazitätsmonster, was ja Temple of the Night Dog damals war, sowas schaffen kann, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall seht ihr jetzt das Endergebnis, Wartezeit ohne Ende hier bei Crazy Bats. Schade. Achtung, bitte, Achtung. Also, wir werden jetzt quasi hier das Ende der Schlange. Die Leute wissen gar nicht, wie lange die warten müssen. Oh mein Gott. Mega, Alter, mega. Puh. Was mir auch gerade aufgefallen ist, ist so ein bisschen die Bienchenjagd, dass sie eine neue Farbe bekommen hat. Ist auf jeden Fall fresher geworden. Das definitiv. Aber hat leider geschlossen. Warum? Wegen der Farbe, ich glaube eher weniger, aber ich glaube, es gibt ein paar Probleme, ein paar technische. Denn sieht man ja, es wird dran gewerkelt. Gerade nicht, aber ich hoffe später. So, die Fragen aller Fragen. Gibt's was Neues im Shop, meine Freunde? Das ist jetzt eine Mission, es herauszufinden. So. Nee, es gibt nichts Neues, okay. Wir schauen trotzdem mal durch. Ja, vielleicht hier die Buddhas, kann sein, weiß ich gar nicht, aber hey, man hat Avoras, man könnte doch mal ein paar Magnete hier hinstellen. Das wäre doch mal was Tolles. Aha. Wie gesagt, wir überfliegen das Ganze kurz. Immer noch die gleichen Shirts von Klugheim. Auch von Fly natürlich das Ganze. Ja, aber immerhin gibt es immer noch die Kugeln, Freunde. Yay! Ja, mitten in Berlin immer noch die Baustelle. Und zwar wurden hier die Luken zugemacht. Welchen Sinn das hat, wissen wir jetzt gerade noch nicht. Aber wir werden jetzt mal herausfinden. Vielleicht sehen wir das ja, wenn wir durch den Gang laufen. Ob das schon einen weiteren Sinn hat oder noch nicht ganz. Aber definitiv bleibt uns der Blick jetzt auf den Themenbereich vom Gang oben. Ja. Der bleibt weg. Aber irgendwie kommt jetzt dieser Platz viel breiter vor, oder? Das ist auf jeden Fall viel breiter als in Erinnerung. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass es gerade alles sehr täuscht. Ja, auf jeden Fall befinden wir uns jetzt im Gang. Und so wie das Ganze hier aussieht, für mich wird das Ganze jetzt an Mexiko dran gebappt. Also ist das jetzt offiziell der Themenbereich Mexiko, wo wir uns gerade befinden. Und nicht mehr der einfache Durchgang von Berlin und Mexiko, sondern das gehört jetzt einfach dazu. Finde ich cool, auch wenn es nur Fassaden sind und keinen Sinn ergeben, in dem Sinne Shops oder so, hat man hier jetzt trotzdem Thematisierung. Ist mega schön geworden. Ist zwar noch nicht fertig, wie man sehen kann, aber wird
Das wird. So, und wie jedes Jahr zum Anfang der Saison haben wir auch wieder einen Talokan, der geschlossen ist. Denn aus Gründen XY, Ersatzteile sind nicht da oder es funktioniert wieder was nicht. Es ist halt immer irgendwie das Gleiche. Schade drum. Ja, auf jeden Fall wurde Talokan in Klammern frisch gemacht, neu gestrichen. Und ich kann auch am Fahrgeschäft selber sehen, gibt wohl neue Kopfstützen. Die sind jetzt definitiv heller. Ich weiß jetzt nicht, ob die einfach nur eine neue Farbe haben oder tatsächlich neue Teile sind. Aber wie man sehen kann, bleibt die ganze Attraktion jetzt erstmal geschlossen. Für wie lange ist natürlich fraglich, aber es ist irgendwie jedes Jahr das gleiche Spiel mit Talokan. Finde ich echt schade. Ich feiere nämlich die Showfahrten immer. Selber fahren kannst du knicken, aber zuschauen gar kein Problem. Also gibt es die obligatorische Offride-Runde Talokan heute leider nicht im Video. Machst du nichts. Betreten wir nun Deep in Africa, der Themenbereich, der sich von Jahr zu Jahr irgendwie weiterentwickelt. Und auch dieses Jahr haben wir wieder das Ding. Und zwar gibt es einen weiteren Spielplatz hier im Phantasialand. Deswegen sagte ich ja, ich glaube, die haben hier eine Stempelkarte für so Trails bekommen, für so Kletterspielparadiese. Denn hier gibt es jetzt auch einen neuen. Neben dem Adventure Trail gibt es noch was Kleines zum Spielen. Und das Ganze werden wir uns jetzt auch natürlich mal anschauen. Aber ja, heute, ihr seht selbst, voll. Der Park ist einfach voll. Junge, Junge. So, dann schauen wir mal. Das sieht auf jeden Fall neu aus. Weiß ich aber nicht. Kann nicht sein. Kann sein, muss aber nicht. Aber hier gibt es jetzt irgendwo dieses Kletterparadies zwischen Deep in Africa und dem Themenbereich Mexiko, beziehungsweise zwischen Colorado und Black Mamba. Und ihr könnt es auch schon sehen, da haben wir es. So, ist jetzt so ein bisschen was Neues, also ist jetzt nichts Großes, muss man einfach mal sagen, aber ich glaube, wenn die Firma schon hier war, die ganzen Kletterparadiese aufbauen, haben sie einfach gesagt, komm, klatsch hier auch noch was hin. War auch sehr trist gewesen, hier immer mit den Partitionen. Sah halt nicht so aus, ne, irgendwie. Und ja, jetzt hat man hier so ein kleines Update reingebracht mit dem Kletterparadies. So ein Mini-Update gibt es also auch noch. Und ja, hier können auch Kinder Spaß haben. Ist schon ganz okay. Kann man machen. So, was auch aufgefallen ist, ist der neue Eingangstorbogen zwischen Mexiko und Deep in Africa. Sieht mega cool aus, Alter. Das passt mega gut hier rein. Und somit hat man einen schönen Übergang von Mexiko zu Afrika. Also ich glaube, das neue Ziel von Phantasialand ist jetzt gerade die Themenbereiche an sich optisch auf jeden Fall mega krass zu trennen. So, dass man weiß, yo, jetzt bist du in Afrika. Yo, jetzt bist du in Mexiko. Yo, jetzt bist du in im Mystery bzw. Klugheim-Thema. Und da gibt es ja auch noch einen Umbau zwischen Mexiko und Klugheim. Den gucken wir uns natürlich auch später an. Aber ja, so sieht das für mich aus, dass es jetzt die Mission vom Park ist, die Themenbereiche optisch jetzt auf jeden Fall zu trennen, sodass die Leute auch checken, yo, wir sind jetzt irgendwo anders und nicht mehr hier. Das auf jeden Fall also, was auch neu ist vom Park. Wenn es immer so voll ist im Park, wo flüchte ich immer rein? Natürlich in den Keller von Chinatown. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch machen, denn dort haben wir meistens keine Wartezeit. Wobei, heute könnte man vielleicht sogar 5 Minuten warten. Wer weiß. Aber jetzt gibt es die obligatorische On-Ride-Runde hier mit Geister-Rikscha. Sieht für mich so ein bisschen heller aus hier in der Q-Line von der Geister-Rikscha. Was sagt ihr? Ist schon auf jeden Fall heller und bunter. Ja.
gerade aus der Geister-Rikscha und auch hier muss ich immer wieder sagen, ich weiß halt nicht, wie lange das Phantasialand durchziehen möchte und einfach den Ride so lassen möchte, wie es halt ist. Denn man guckt sich natürlich auch um bei anderen Freizeitparks. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt, ich pick mal aus, Holiday Park gestaltet jetzt seinen Dark Ride, seinen Endlos-Dark Ride, genauso wie der hier ist, komplett um zu einem neuen Thema. Ob das jetzt passt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber sie erneuern es. Also es wird auf jeden Fall was reingesteckt an Geld, Investitionen, an Liebe, hoffe ich. Und an neuen Thematiken. Ne? Neues Licht und Sounds, das kommt alles dazu. Ride-System allerdings bleibt. Nehmen wir dann zum Beispiel jetzt den Europapark. Dort haben wir auch ein Endlos-System zu. Und zwar das Geisterschloss. Wird auch komplett umgebaut, komplett renoviert, entkernt. Es kommen neue Szenen rein, auch der Brandschutz wird nochmal überprüft bzw. neu gewährleistet. Und das sind so Sachen, da sollte sich das Phantasialand tatsächlich mal ein bisschen umgucken und auch reagieren. Und nicht einfach Dark Ride schließen, ohne irgendwas zu sagen und einfach dann Gras über die Sache wachsen zu lassen. Ist immer so ein schwieriges Thema. Und hier zum Beispiel auch gerade im Ride ist so viel kaputt gewesen. Köpfe, die fast rausgeflogen sind oder abgeknickt waren. Also es wird immer mehr und immer mehr, sag ich mal, kaputt gemacht dort drinnen, weil die Zeit regelt das schon. Aber es wird dort nichts investiert, in keinster Weise. Höchstens wird dort geschmiert, das Nötigste wird da gemacht, aber es wird nichts mehr an Erneuerungen investiert. Nicht mal die Glühbirne wird mehr gewechselt, also von daher ist das eigentlich immer ein Indiz dafür, dass man es ändert bzw. umbauen wird, weil man bis zu dem Zeitpunkt kein neues Geld investieren möchte. Ist richtig so. Hat der Holiday Park auch gemacht. Die haben deren Burg Falkenstein haben sie einfach auch verkommen lassen, bis zum Schluss nur ein Animatronic funktioniert hat. Aber dann kam die Nachricht so, bumm, wir machen jetzt einen ganz neuen Dark Ride rein bzw. umthematisieren. Und wie gesagt, hier läuft das aber schon seit Jahren so ab, dass man einfach keine Kommunikation hat, man nichts sagt und diese schöne Kultattraktion verkommen lässt. Sehr traurige Erkenntnis, jedes Jahr aufs Neue, aber was willst du machen? Ich appelliere da nur noch, kümmert euch um so Sachen, denn die Konkurrenz, Freunde, die schläft nicht. Hier in Chinatown, ich weiß nicht, gibt es nichts Neues, ne? Ich glaube nur die Buden hier, ich weiß aber nicht, ob die letztes Jahr auch schon da waren, da habe ich tatsächlich nicht so drauf geachtet, ich bin auch tatsächlich sehr selten hier in diesem Themenbereich, weil, ja, also für mich ist hier prinzipiell nichts, was ich sagen würde, jo, brauche ich jetzt unbedingt und ja, Fengju Palace, genau das gleiche Thema. Ist halt immer das gleiche, ist langweilig geworden, aber gut, ist halt da und fährt und hat Kapazität, muss man auch mal sagen. So, dann natürlich ein Thema, was uns auch schon jahrelang verfolgt, und zwar Junge, River Quest, wann ändert ihr endlich mal den Eingangsbereich? Beziehungsweise man hat das ja schon, boah, wie lange ist das her? Vor 3 Jahren? Vor 4 Jahren? Ich weiß nicht, also ich glaube 3 Jahre mindestens, hat man ja quasi schon in Klugheim den Eingang gesetzt für River Quest. Jedoch hat man es immer noch nicht geschafft, das Ganze umzubauen, beziehungsweise damit das jetzt angepasst wird zum Themenbereich Mystery, was es halt auch dazugehört. Nee, der Eingang befindet sich leider immer noch hier frontal vor Chinatown. Also auch hier immer noch der gleiche Eingang und ich glaube, es wird sich auch nicht mehr ändern. Also dieser Zug ist abgefahren oder dieses Boot ist abgesoffen in dem Sinne. Da wird sich leider nichts dran ändern, auch wenn man da, sage ich mal, einen wirklich schönen Eingang hätte. Schade drum. Ja, und über diesen Eingang haben wir gerade gesprochen. Steht ja schon jetzt mega lange. Vor einiger Zeit hat man auch sogar hier an der Seite ein Messgerät für die Höhe, ne, für die Fahrgäste, wie hoch sie sein müssen. Und der wurde jetzt auch schon wieder abmontiert, ist also auch nicht mehr da. Und somit auch für mich so das Zeichen, wird nicht mehr passieren hier der Eingang. Auch wenn es mega gepasst hätte, aber gut. Ich habe halt keine Ahnung, was die Pläne sind, was Priorität hat. Vielleicht kommt es ja noch in den kommenden 5 Jahren irgendwann. Aber ja, ich glaube, die Priorität ist jetzt erstmal woanders gesetzt.
weil man möchte ja die Themenbereiche optisch voneinander trennen. Und das schauen wir uns jetzt auch natürlich im weiteren Videoverlauf hier an. Es gibt nämlich noch einige Stellen im Park, die so ein bisschen verändert wurden für die neue Saison 2024. Wartezeit, Wartezeit, Phantasialand, heute Wartezeit, ganz viel Wartezeit. Hui. Hier duftet es immer so schön nach Flammkuchen. Schön herzhaft, mega gut. Ja, aber auch hier fällt direkt auf, es fehlt einfach diese schöne Musik im Hintergrund von IMAscore. Wirklich einer der schönsten, sag ich mal, Songs, Alben, die es so gibt von IMAscore selbst. Und es fehlt halt einfach schon. Ich dudel mir die Melodie einfach im Kopf. Vielleicht hilft es ja so ein bisschen für die Atmosphäre. Nee, aber auf jeden Fall fehlt hier schon die Musik, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also hier nochmal ein Tipp an euch, falls ihr Karfreitag vorhabt zu kommen, lastet am besten, weil es ist erstens voll, zweitens Musik, die nicht vorhanden ist. Und was ich auch am allerschlimmsten finde, ist, wir haben heute keine Shows. Ne, weil ich bin schon sozusagen auch ein Showtyp. Ich schaue mir natürlich alle Shows an und gerne natürlich auch. Aber das wird dann heute leider auch nichts, weil Beschallung ist in dem Sinne. Ist das verboten? Darf man das nicht? Oder entscheidet man das selber für sich? Ich habe keine Ahnung. Aber das läuft halt hier im Prinzip jedes Jahr so ab an Karfreitag, dass dann keine Musik läuft und auch keine Shows stattfinden. Schade eigentlich. Hätte ich gerne mir angeschaut. Aber gut, das werden wir dann wahrscheinlich irgendwann beim nächsten Besuch hier im Phantasialand machen. So, weiter geht's zum nächsten Baustellen-Update hier im Park. Und zwar zwischen Mexiko und Klugheim wird eine neue Trennwand errichtet. Quasi zwischen Mexiko und Klugheim, beziehungsweise die Wand, die dann neu gestaltet wurde. Und da kann man schon so ein bisschen was sehen. Von außen kann man nur hier ein bisschen reingucken, reinlugen in das ganze Vorhaben. Aber ja, definitiv schon viel besser als diese komische Holzwand, die es mal war. Das war ja eine Katastrophe. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass das vom Phantasialand so gewollt war. Aber jetzt hat man diesen Themenbereich wirklich getrennt und die Immersivität in Klugheim selber ist jetzt dementsprechend gewachsen. Also man fühlt sich jetzt noch mehr eingehüllt in Klugheim und das war auch die Hauptsache von dem ganzen Vorhaben hier mit den Umbauten. Jetzt gucken wir uns mal die Seite von Mexiko an. Ja, Chiapas leider auch irgendwie down heute, also fährt leider noch nichts. Aber wir sind ja aus einem Grund hier gerade und zwar an der Fassade zwischen Mexiko und Klugheim wird gewerkelt, aber man kann jetzt erkennen, man hat hier in Mexiko noch einiges zu tun. Hier ist noch nichts passiert, was Thematisierung angeht. Also hier sieht man leider noch die Rohbauten von der anderen Seite der thematischen Wand. Jedoch wird das hier dann später auch angeglichen. Heute natürlich nicht. Heute ist Feiertag. Heute haben alle frei, die Mitarbeiter. Aber hier kann man auch schon sehen, ich glaube, diese Holztüre ist schon so ein bisschen ein Indiz mit dem Bogen,
dass das Ganze hier natürlich dann auch zum Themenbereich Mexiko angepasst wird. Das definitiv, das kann ich mir schon vorstellen, dass das passieren wird. Wie es am Ende aussehen wird, keine Ahnung. Aber ich habe da keine Zweifel dran, dass das Phantasialand hier eine richtig schöne Thematik reinhauen wird. Genau. Außerdem wird hier auch noch gearbeitet, und zwar hier im Becken von Chiapas. Sieht so danach aus, dass man hier eventuell die Terrasse vielleicht erweitert bzw. komplette Umbauten macht, denn auch die Brücke ist verschwunden. Ihr kennt ja die Brücke, ne? Die von diesem, sag ich mal, Innenhof, von dieser Sitzterrasse in Chiapas selber rüber auf die andere Seite gebracht hat. Die ist jetzt verschwunden, die gibt es nicht mehr. Das heißt, auch hier werden Sachen umgebaut. Vielleicht kommen ja auch thematische Objekte rein oder die Terrasse wird an sich größer gemacht, obwohl ich das jetzt nicht verstehen würde, weil die Terrasse eigentlich nie wirklich gut besucht war. Klar, ab und zu saßen da Leute, aber richtig voll war es in dem Sinne halt nicht. Ne? Also das muss man mal sagen. Aber so insofern wird das Ganze hier irgendwie umgebaut. Ja, schauen wir mal, was das Ganze so am Ende ergeben wird. Was ich natürlich auch mega schade finde, ist für die Leute, die dann hier wirklich sehr weit anreisen und wirklich nur einmal im Jahr oder sonst was hier ankommen. So ein Tag wie heute, erstens ist es voll, es gibt keine Shows. Und dazu, ich weiß, es ist nicht die Schuld von den Mitarbeitern, sondern der Technik, sind so viele Attraktionen geschlossen heute. Das ist mega krass, also der komplette Themenbereich Mexiko bietet heute nichts an Attraktionen. Ja, also Talukan down, Chiapas ist down. Außerdem Goose down. Die beiden Winners-Achterbahnen waren auch vorhin geschlossen. Und ich glaube, Wakubato ist jetzt auch Geschichte. Also diese Attraktion wurde gar nicht mehr angeboten. Ist auch gar nicht mehr im Parkplan verzeichnet. Also das muss man schon sagen, da hat man, also was Attraktion angeht, stark abgebaut. Was Thematisierung angeht, stark aufgebaut und aufgewertet. Aber so Angebote werden weniger, ne? Also an Attraktionen und dafür aber mehr Klettermöglichkeiten für die Kids. Finde ich auch mega gut, aber schwierig. So ein Tag wie heute mit so vielen, sag ich mal, Downs, Downtime, ist schon heftig, muss man mal sagen. Mal schauen, was heute noch so down gehen wird. Ich hoffe nichts natürlich, ne? Ja, jetzt befinden wir uns quasi auf dem Durchgang zwischen Mexiko und Klugheim und hier sieht man auch, dass gearbeitet wird. Also es ist noch nichts fertig. Was es am Ende sein wird, kann ich nicht sagen. Also auf jeden Fall wird es eine Thematisierung sein. Das sei mal schon dahingestellt. Ob es ein Gebäude sein wird, wo irgendwas Kulinarisches angeboten wird oder ein Merch-Shop, ich kann auch das nicht beantworten. Jedoch kann man sagen, entsteht hier ein bisschen mehr als nur eine Wand, eine Trennwand. Das definitiv. Und so ein Felsmassiv würde jetzt auch keinen Sinn ergeben, wenn man ja keinen Platz hat im Park. Deswegen denke ich schon, dass man hier irgendwas bauen wird, was auch Sinn ergibt. Ne? Sprich ein Laden oder so. Schauen wir mal. Das ist aber auf jeden Fall definitiv eine Baustelle hier, die noch nicht beendet wurde. Mal in der Taverne hier in Klugheim und der Andi probiert mal ein neues Gericht. Und zwar das Schweinehaxenfleisch mit Malz und Hopfenkruste. So heißt das Ganze. Habe ich noch nie probiert. Werden wir mal machen und euch zeige ich es jetzt im Video.
und mache euch wieder Hunger. So Leute, guten Appetit wünsche ich euch mit euren Chips. Ja, es sieht schon mega gut aus. Und auch hier nochmal Phantasialand, eigentlich das beste Essen, so was Freizeitparks angeht. Und Service mega gut, ging mega schnell. Was haben wir gewartet? 10 Minuten höchstens. Schon haben wir das Essen auf dem Tisch, mega nice. Oh. Jetzt war kugelrund und überglücklich. Nee, auf jeden Fall habe ich jetzt mal die Schweinshaxe probiert in der Taverne selber. Und ich muss sagen, war ganz in Ordnung. Außer die Haut. Ich weiß nicht, was mit der Haut war von dem Fleisch. Ne? Aber das war wie Stein. Also du konntest da nicht reinbeißen, auch nicht durchschneiden. Ging gar nichts. Weiß ich nicht, ob das so muss oder nicht. Aber ich habe davon halt nichts gehört, dass da die Schweinshaxe irgendwie mega hart ist. Und naja, guck mal. Wer wieder da ist. Oh, hallo. Lang nicht mehr gesehen im Video, ne? Ja, das stimmt. Was ist denn passiert? Weiß ich nicht. Wie? Ich bin abgehauen. Du bist abgehauen? Nein, bin ich nicht. Ja, heute von da sein ohne Musik und ohne Showtime. Talukan hat gerade aufgemacht. Ich? Ja. Dann gibt's ja doch das obligatorische Offroad-Video, oder? Ich würde sagen, wir gehen dahin, wir fahren und du filmst. Ja, okay. Ah ja, das ist eine gute Kombi. Sehr cool, dann machen wir das. Das klingt ja nach einem Plan. Oh mein Gott, Leute, ihr werdet es nicht fassen, aber wir haben endlich mal wieder sehr schönen, dichten Wassernebel hier bei Talukan. Und ich glaube, wir haben auch wieder Feuer zurück. Das werden wir alles jetzt gleich sehen. Aber ey, mega cool. Man hat sich jetzt so ein bisschen um die, ja, sag ich mal, den Showpart von der Fahrt ein bisschen angenommen und repariert, weil ich meine, der Wassernebel lief die letzten Jahre zwar schon, aber halt nicht so. Ja, also man sieht gar nichts mehr. Guck, ist mega gut. Ich feiere das gerade, mega hart. Hallo, ist hier jemand? Mega. Ja,
ist mega hart, einfach aus dem Nebel zurückkommt und let's go! Mega nice. Und der Nebel riecht einfach nach Bauschutt. Nach Baustelle, sagen wir es mal so. Ja, Talokan jetzt also wieder mit ein paar mehr Effekten, die zurückgekommen sind. Mit ganz viel Wassernebel jetzt wieder und einigen Feuereffekten, auch wenn die nicht ganz funktionieren, wie zum Beispiel aus der Hand, kommt immer noch nichts. Und die Flammen sind halt nicht mehr vergleichbar mit denen, die es am Anfang gab, und zwar 2007. Das waren schon ordentlich große und hohe Flammen gewesen. Die kriegt man leider nicht mehr zurück irgendwie, aber naja, immerhin haben wir wieder ein paar Effekte mehr. Ja, Talokan. Ich glaube, es hat sich rumgesprochen, dass Talokan jetzt wieder geöffnet hat. Freunde, was denkt ihr? Es geht ein bisschen nach ganz da hinten. Aber ja, es ist auf jeden Fall wieder nice, dass wir die Spezialeffekte von Talokan so ein wenig zurück haben. Ich bin komplett nass geworden wegen dem ganzen Wassernebel. Auf jeden Fall wieder eine mega coole Stimmung dort. Und außerdem an den heißen Sommertagen ist das wirklich eine Empfehlung, sich da einfach mal hinzustellen. Und dann wirst du schön kühl gehalten. Mega gut, mega nice. So, wir gehen jetzt Richtung Rookbook. Und alles, was auf dem Weg neu ist, zeige ich euch auch noch im Video. Mal gucken, was wir noch so entdecken werden. So, da wäre ich wieder in meinem Lieblingsthemenbereich hier des Phantasialandes, dem schönen Rookburg. Aber auch hier ist es gerade wirklich wieder sehr leise. Nicht nur natürlich, weil die Musik aus ist, nein, es fährt auch gerade kein Zug. Es kühlt kein Zug, Freunde, wie der Kölner sagen würde. Also auch hier eventuell wieder Störungen. Also ein Tag voller Störungsfaktoren, muss man einfach mal sagen, heute im Phantasialand. Also es ist wirklich sehr viel down. Aber es ertönt was oder man hat einfach die Kapazität runtergefahren, sprich einfach ein paar Züge weniger auf die Strecke geschickt. Das kann natürlich auch sein. Ja, eigentlich müssen wir bald wieder hier ins Lindberg gehen, ne? Wintertraum. Was? Zum Wintertraum. Ist aber so spät. Aber es wird so warm da drin im Sommer, das Ding ist nicht klimatisiert. Also da hast du Blechhütte. Egal, aber dafür hast du einen schönen Sommerabend hier, weißt du? Ja. Winter, sagst du. War geil im Winter. Ja, okay. Ne, ich mag das im Sommer. Also ich bin schon eher so Freizeitpark-Sommerkind. Ne, ich nicht. Mehr. Nicht mehr. Herbst, Lieblingssaison Halloween. Ja, stimmt. Ja, Herbst, klar. Beste. Ja, ja. Winter ist auch ganz gut, aber Sommer ist mir zu warm. Hm. Ich kann nicht mehr so warm. Geht nicht mehr. Tja, musst du mehr Wasserbahn fahren. Aber es fehlt es einfach heute. Die Musik fehlt. Wie gesagt, das einzige Mal heute Musik gehört haben wir alle bei Talokan, ne? Da spielte die Musik tatsächlich ganz leise. Kannte ich aber auch schon von den anderen Karfreitagen, an denen ich hier war. Da lief die Talokan-Musik so ganz leise im Hintergrund, weil das gehört einfach dazu. Also du kannst Talokan nicht ohne Musik abschicken, das geht gar nicht. Aber hier, ein paar kleine Fun Facts. Die Teile da, die da liegen, die sind noch von Dracarium. Von der Show, die damals auf dem Kaiserplatz spielte. Auch mega interessant. Hast du das gewusst, Elena? Was? Die Teile da. Nee, kennst du die noch? Nee. Kennst du die Show Dracarium noch? Auf dem Kaiserplatz? Hab ich nicht gesehen. Tatsächlich nicht. Aber das sind Teile der Show. Ja, das da? Ja. Große? Ja. Was und hat das? Das war an einem Wagen dran, das waren Räder. Weißt du, was das Gelbe hier ist? Das ist ein Schwungrad vom Mystery Castle. Junge. Ja, geil. Ich hab's direkt erkannt. Ja. Man hat sich den Bereich hier schon gut und klug ausgedacht. Man kann den Schrott einfach hier hinlegen und dann ist es Dekoration. Es klingt zwar komisch, aber es passt halt. Es ist leider so. Und überall liegen hier überall Ketten rum von Chiapas und so.
Aber nein, das ist wirklich einer der schönsten Bereiche, so finde ich. Es ist wirklich ein ganz eigener Park für sich. Rookburg. Und die Achterbahn gibt halt immer weiter Gas. Ja, auf so einer kleinen Fläche bist du einfach effektive 1,5 Minuten, 2 Minuten unterwegs und es geht immer weiter. Ne? Also du bleibst nicht kurz stehen und atmest durch. Nein, nein. Also hier geht's mit Fly wirklich immer weiter bis zum nächsten Tunnel. Dann wirst du auch nochmal abgelauncht. Also hier hast du wirklich Spannung, Action und ohne Ende Near-Miss-Effekte. Das lohnt sich also auf jeden Fall. Wenn auch mal die Wartezeit länger ist, lohnt sich die Fahrt, weil die eben nicht so kurz ist wie die meisten Rides in verschiedenen Freizeitparks. Deswegen lohnt sich das schon auf jeden Fall mehr, hier so ein bisschen Zeit zu investieren. Ne? Weil die Fahrt, wie gesagt, die ist rasant, die ist wirklich actiongeladen. Und die Liegeposition an sich ist halt bei Vekoma einzigartig. Ne? Also das gibt es jetzt nicht nochmal, muss man mal sagen. Prototyp. Kennt sich das Phantasialand sehr gut aus mit und auf jeden Fall meine Nummer 1 Achterbahn momentan, Freunde, damit das auch schon mal geklärt ist. Rookburg. So, unser nächstes Ziel ist es jetzt mit der Colorado so ein bisschen zu fahren, weil ich brauche ja auch mal ein paar Achterbahnen heute auch. Und ja, laufen mal kurz hier durch Deep in Africa durch. Wie gesagt, habe ich ja schon vorher erwähnt, ein Themenbereich, der sich von Jahr zu Jahr wie ein Chamäleon anpasst, und zwar immer ins Bessere. Der Boden ist neu. Der ist auch neu? Ab hier. Warum? Dunkler. So, ja gut. Das ist jetzt, ja, Wahnsinn. Wenn nicht so viele Pfützen darauf entstehen, ist das geil. Ansonsten sinnlos. So. Ja, aber auf jeden Fall sieht das schon mega nice aus. Und die Sonne kommt gerade raus. Voll schön. Ist das nicht toll? Ach ja. Ich wäre trotzdem noch ein Fan gewesen, wenn man hier in den Räumlichkeiten auch was kaufen könnte oder sonst was, wäre natürlich auch was Schönes gewesen. Aber gut, es soll ja Immersion sein. Ne? Immersion bedeutet einfach, dass man in die Welt eintauchen tut. Mega cool. So. Gehen wir mal hier lang. Die Abkürzung durch den Looping, genau. Ich sag, jahrzehntelang hatte man diese Brücke nicht nutzen können. Also nicht wirklich. Auch Hotelgäste konnten diese Brücke nicht nutzen, weil die Tür immer verschlossen war. Aber jetzt ergibt das Ganze einen Sinn. Und ja, dadurch wird die Parkfläche ein wenig größer. Ja, und? Da kommt sie. Wartezeit von Colorado Adventure sind 35 Minuten. Wir machen den Check. 16.10 Uhr haben wir jetzt quasi die Queue betreten. Dann gucken wir mal, ob das stimmt. Weil meistens geht es hier doch schneller voran als angegeben. Gucken wir mal. Also wir haben 20 Minuten gewartet, keine 35 Minuten. Damit ihr Bescheid wisst, einfach anstellen. Geht schneller voran, als man denkt. Ja, Colorado Adventure, wie immer ein Muss hier im Phantasialand. Und wie gesagt, ich habe ein paar Near-Miss-Effekte mal ausprobiert. Solltet ihr auf jeden Fall nicht machen. Ich bin an einen Felsen dran gekommen, aber es ist nichts weiter passiert. Also immer schön die Hände im Wagen lassen. So, ja, Erwartezeit war 20 Minuten, angegeben 35, also ganz human. Und ich glaube, wir werden jetzt mal schauen, was wir uns noch angucken werden. Schauen wir mal. In dem Sinne geht es dann weiter für euch hier im Vlog. So, jetzt laufen wir so ein bisschen ins Mystery Castle rein und saugen so ein bisschen Atmosphäre ein. Ah, und die Karre hat auch schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre auf dem Buckel. Über 20 Jahre mittlerweile. Ich glaube sogar 25. Es ist schon heftig. Aber ja, jetzt ein bisschen Mystery Castle Action. Musik? Jawohl!
Zum Sommersaisonbeginn sieht das Wasser hier bei RiverQuest einfach immer mega schön sauber aus, mega gut gefiltert. Es riecht ja auch schön nach Chlor. Und so muss das sein. Schön sauber immer hier, muss man mal sagen. So, was ich jetzt auch probieren wollte nach dem Mystery Castle ist, es gibt eine neue Churros-Variante und zwar jetzt das Ganze auch gefüllt mit verschiedenen Soßen, zum Beispiel Karamell mit Vanille und solche Geschichten. Das will ich mir natürlich mal angucken, wenn es noch gibt und wenn die Schlange nicht zu lang ist, weil Churros kennt man ja als eine Hauptattraktion hier im Phantasialand. Da muss man sich halt leider ein bisschen gedulden. Genau, das machen wir jetzt. Und testen mal gefüllte Churros. Klingt schon ganz gut. Erzähle ich euch, ob das ein Bringer ist oder ein Flop. Mal gucken. 7 Euro, ne? Nicht vergessen. 7 Euro. Also, wie ihr seht, ist nichts drin. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal abgebissen und es ist einfach nur ein trockener Churro. Naja, 7 Euro für heiße Luft. So, gefüllte Churros, Freunde. 3 Stück für 7 Euro. Kaufempfehlung. Also wenn die Qualität jetzt weiterhin so ist, also das, die ganze Saison über, dann kannst du es vergessen. Es sei denn, man nimmt jetzt eine konstruktive Kritik an und sagt, man muss das anders lösen.
Weil ihr habt es ja im Video gesehen, der junge Herr hat dann quasi so einen dünnen Stift reingedrückt. Aber wie willst du das da reinkriegen und wie willst du das auch noch präzise machen, wenn der Churros so gewachsen ist, ja? Dann kannst du das schon vergessen. Ende vom Lied. In einem Churro war, glaube ich, irgendwo am Ende war da so ein Klecks Vanille-Karamellsoße drin. Ja, und das war's. Das war jetzt mein Gaumenerlebnis für 7 Euro. Brauche ich nicht nochmal. Es waren halt trockene Churros. Man kann auch Geld verbrennen gehen direkt, wenn man das möchte. Aber nee, entweder man ändert da ein bisschen das Konzept, wie man da reinkriegt, die Soße. Ansonsten einfach wieder von der Karte nehmen. Das wäre ganz cool. Da war halt nichts an Soße drin. Gar nichts. Somit geht ein schöner Tag im Phantasialand zu Ende. Ein schöner, voller Tag. Ja, Freunde, und in diesem Sinne sind wir jetzt auch fertig hier mit dem Vlog aus dem Phantasialand. Wie gesagt, die Neuheiten, also der Vlog der Neuheiten, den habe ich ja schon jetzt vor ein paar Tagen hochgeladen. Heute hatten wir jetzt den normalen Vlog hier aus dem Park zum, in Klammern meinem Saisonstart. Wir sind einen Tag drüber. Weil der offizielle Saisonstart war halt gestern, heute aber, wie gesagt, haben wir es geschafft, zeitlich hier hinzukommen. Von daher, ja, sagen wir, es war unser Saisonstart hier im Phantasialand. Ja, was soll ich sagen? An sich mega coole Updates, die man hier sehen konnte. Die Themenbereiche werden jetzt optisch alle auseinandergehalten durch eben solche coolen Thematisierungsobjekten, durch Torbögen, durch Abtrennwände, die halt noch leider nicht fertig sind, aber die werden ich hoffe, in der nächsten Zeit dann auch fertiggestellt. Somit das Ganze dann auch ein schönes Bild ergibt. Was ich nicht so schön fand, waren die ganzen Ausfälle, die man hier wieder hat im Phantasialand. Immer zum Saisonstart. Aber jedoch kam Talokan später wieder online, kann man das so sagen. Winyas hatten die ganzen Tag schon Probleme gehabt. Mal ist die ausgefallen, mal die andere Seite, mal sind beide ausgefallen. Und Chiapas ist heute, wie gesagt, den ganzen Tag schon down. Also das gehört eigentlich irgendwie schon ins Programm hier von den ganzen Saisonstart oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, mal schauen, wann wir das nächste Mal hier in dem Park uns verirren werden. Ob das jetzt in diesem Sommer noch passieren wird, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Ja, gucken wir mal. Aber ansonsten, was mir sehr gut gefallen hat, ist zum Beispiel Avoras. Das ist wirklich sehr toll geworden. Hat auf jeden Fall eine Aufwertung für den Themenbereich Fantasy und auch in diesem Rondell. Da war halt wirklich nichts Besonderes gewesen, aber jetzt hat man tatsächlich dem Ganzen einen Sinn gegeben und es sieht auch mega nice aus. Die Kinder haben da so viel Platz zum Spielen. Sicher ist es hoffentlich auch. Also ich habe jetzt da nichts feststellen können, was unsicher sein sollte. Was haben wir noch? Wie gesagt, an jeder Ecke sind also kleine Spielmöglichkeiten. Also da hat man gesehen, okay, die Firma, wenn die schon mal da ist, dann kann sie noch ein paar Klettermöglichkeiten für die Kinder bauen oder erneuern, je nachdem. Ja, aber in dem Sinne, das war so die einzige Neuheit, die man dieses Jahr dann hat mit Avoras. Auch ein schönes Eingangsschild. Es ist direkt belebter dort. Und ja, was noch zu erwähnen ist, ist natürlich Octobusi, ist ja weg. Und wir haben da jetzt quasi diese Art Strand, also mit dem Sand und den Liegen dort und den provisorischen Palmen in den Kübeln. Und da haben wir es wieder. Ich glaube, es ist nur provisorisch. Es ist halt noch ein Platzhalter für irgendwas Größeres, eventuell, was dann dorthin kommt. Eine neue Attraktion oder ein Restaurant wird dort gebaut, beziehungsweise der Schwanzneck erweitert, je nachdem. Aber ich glaube, der ganze Strand, die ganze Idee, die wir da gesehen haben mit den Liegen und mit dem Sand, das ist ein Provisorium. Das ist nur ein Platzhalter für irgendwas anderes. Also das kann ich mir so vorstellen, weil es ist nicht hässlich, aber es ist auch nicht schön. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Aber ja, in dem Sinne war es das dann alles hier aus dem Phantasialand. Was mich natürlich auch wieder mega freut, ist Talokan mit diversen Effekten, die zurückgekommen sind. Also sprich Feuer ist auf jeden Fall wieder da und ganz viel Wassernebel zwischen den Fahrten. Finde ich mega nice, gibt direkt eine ganz andere Atmosphäre und das finde ich mega cool. Also, in dem Sinne war es das jetzt hier mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls du noch mehr sehen möchtest, kannst du gerne abonnieren und gleichzeitig die Glocke drücken. Kostet alles nichts.
und bist dann immer direkt informiert, falls neues Video online kommt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lächeln winkt nicht vergessen. Wir sehen uns dann bald wieder im nächsten Video hier auf dem Parktube-Kanal. Macht's gut, Freunde, und ciao.